Der Herr Sommer. Langsam, langsam. Ich muss ja sowieso noch runterfahren. Also, das Pult. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich rede immer gerne nach dir, Henning. Ist schön, habe ich mehr Zeit. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Zuschauer, Zuschauerinnen auf der Tribüne und im Livestream natürlich, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen und auch sehr geehrter Herr Minister Jäger. Ich habe eine Frage direkt zu stellen. Kollege Krüger von den Grünen sagte gerade, dass die Haushaltsberechnung 2013 inzwischen dem Ministerium vorliegen. Da hätte ich gern gewusst, ob das so ist. Aber ich schreibe ihm vielleicht besser eine Mail. Schon gut. Ist hier kein Dialog, ist die Debatte. Ja, manchmal reagieren Sie ja tatsächlich. Auch gar nicht? Oh, das tut mir jetzt leid. Naja, Rede, Widerrede, das möchte nicht jeder hier im Haus. Gut, selten hat ein Antrag eine so starke Diskrepanz zwischen der formulierten Antragslage und den letztendlichen Beschlusspunkten aufgewiesen. Ich weiß, wir haben Kommunalwahl und ich weiß, die CDU will jetzt richtige Oppositionsarbeit leisten. Ich hoffe allerdings, dass Sie sich damit nicht direkt auf diesen vorliegenden Antrag beziehen. Denn während die Beschlusspunkte so zutreffend sind, dass ich mir fast wünschen würde, wir würden hier direkt abstimmen, ist die Beschreibung der Ausgangslage gespickt mit Informationen, die so eben nicht das ganze Bild der Wahrheit widerspiegeln. Richtig ist, der Stärkungspakt wird an vielen Stellen gerade auf kommunaler Ebene kritisiert. Wir Piraten schließen uns dieser Kritik durchaus an. Der Begriff Hoffnungswerte trifft dabei den Nagel auf den Kopf. Eins muss man der SPD ja lassen, wenn sie sich selbst kritisieren, dann zutrifft. Ich gehe den Antrag jetzt aber einmal Stück für Stück durch und zeige auf, an welchen Stellen Sie hier noch mal genauer darlegen müssen, Herr Cooper, wie Sie zu den Aussagen in Ihrer Ausgangslage kommen. Sie stellen unter Arabisch 1 die Behauptung in den Raum, dass die Bezirksregierung als Aufsichtsbehörde ihren Pflichten im Rahmen ihrer Aufgaben im Stärkungspaktgesetz nur ungleichmäßig nachkämen. Das machen Sie an einem Anschreiben fest. Weitere belastbare, öffentlich nachlesbare Aussagen, die diese These stützen, legen Sie aber an der Stelle nicht nach. Ach, die gibt's gar nicht. Okay. Dann bin ich ja erfreut, weil alle Recherchen, die unsere Fraktion dazu angestellt hat, haben nämlich in der Tat wirklich das Gegenteil ergeben. Aber vielleicht kann das Herr Minister hier. Ach so, ich soll ihn nicht ansprechen. Entschuldigung. Werde ich nicht wieder tun. Es wäre aus vielerlei Gründen. Entschuldigung, ist gerade anders angekommen. Es wäre aus vielerlei Gründen wünschenswert, dass eine Gleichbehandlung aller Kommunen erfolgt. Da sind wir uns einig, nur sehen wir im Moment gar keine gravierende Ungleichbehandlung. Unter Arabisch 2, Herr Cooper, beschweren Sie sich darüber, warum beispielsweise die Stadt Mülheim nicht mit in den Stärkungspakt aufgenommen worden ist. Ist es eigentlich nicht so, dass die Stadt Mülheim die Möglichkeit gehabt hätte, schon in den ursprünglichen Stärkungspakt aufgenommen zu werden, weil sie die Kriterien auch damals schon erfüllt hätte? Kann es sein, dass durch eine Abwertung der RWE-Aktien zum damaligen Zeitpunkt, beziehungsweise zu einer Wertstellung eigentlich der RWE-Aktien zum damaligen Zeitpunkt, Mülheim durchaus das Kriterium der Überschuldung erfüllt hätte? Kann es darüber hinaus sein, dass man eventuell noch schnell einige lokale Ausgaben tätigen wollte, ohne lästige Aufsicht, um sich jetzt erst für die anstehende Stufe 3 des Stärkungspaktes in Position zu bringen? Einige Fragen, die es im Rahmen der Behandlung natürlich nicht zu erörtern gilt, aber doch einigen Zweifel wecken, ob der Sachverhalt mit dem aufgeführten Beispiel tatsächlich geeignet ist, um ihn zur Begründung Ihres Antrags heranzuziehen. Das nächste unpassende Beispiel führen Sie dann direkt unter Arabisch 3 an, Altena. Altena ist zwar eine der mit einer absoluten Mehrheit der CDU geführten Kommunen, aber die Aussage, dass man die veränderten Schlüsselzuweisungen nicht direkt kompensieren könnte, wenn im gleichen Zeitraum die Schülerzahlen und die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften falle und die Gewerbesteuer dazu auch um mindestens die gleiche Summe, fast 3 Millionen Euro, ansteigt, stimmt schlichtweg nicht. Jedoch kann es durchaus Kommunen geben, die wirklich von größeren Veränderungen bei den Zuweisungen betroffen sind. Um diese wollen wir uns auch gerne bemühen und sie daher trennen von den eher aus politischen Gründen gewählten Kommunen in ihrem Antrag. De facto hätten diese Kommunen durchaus die Möglichkeit, Veränderungen aus eigener Kraft zu kompensieren. Jetzt komme ich zu dem von Ihnen angesprochenen Punkt Berichtswesen, Arabisch 4. In der Sitzung des Ausschusses für Kommunalpolitik vom 8. November 2014 haben die Piraten schriftlich beantragt, dass die Landesregierung uns die Zahlen aushändigt, die nach Stärkungspaktgesetz § 7 Absatz 1 von den Kommunen regelmäßig erhoben werden. Dies wurde mehrfach in den folgenden Ausschusssitzungen gegenüber Herrn Minister persönlich wiederholt.
Bis heute weigert sich die Landesregierung, diese Zahlen zu veröffentlichen. Das würde der gesamten Bevölkerung inklusive aller beteiligten Kommunen zeigen, inwieweit überhaupt noch dem einst gesetzten Ziel gefolgt wird oder werden kann. Wir fordern Herrn Minister Jäger in diesem Rahmen nochmal auf, diese Zahlen vor der Kommunalwahl zu veröffentlichen. Liebe Kolleginnen und Kollegen der CDU, der von Ihnen geforderte Einbezug der kommunalen Beteiligung ist aus unserer Sicht richtig und wichtig. Daher haben wir uns bereits vor einem Jahr mit IT-NRW in Verbindung gesetzt. Der Bund führt auch mit Hilfe von IT-NRW eine Statistik mit dem Namen Öffentliche Fonds, Einrichtungen und Unternehmen, kurz FEU oder VOL. Nach einem langwierigen Abstimmungsprozess auf Bundesebene konnte zusammen mit den Verantwortlichen unter Berücksichtigung aller Landesämter für Statistik in den anderen Bundesländern eine Lösung ausgehandelt werden. Danach wurden kumulierte Daten über die von Ihnen hier angesprochene kommunalen Beteiligungen heruntergebrochen auf die einzelne Kommune und konnten so veröffentlicht werden. Seit diesem Mai sind die Zahlen nun in der Landesdatenbank hinterlegt. Sehr kurzfristig, ich glaube seit 3-4 Tagen. Wir bedanken uns an der Stelle aber trotzdem nochmal ausdrücklich bei IT-NRW. Wir Piraten werden mit einer entsprechenden Visualisierung dieser Daten den Bürgerinnen und Bürgern des Landes eine adäquate Einschätzung der Lage der kommunalen Beteiligung auf Grundlage dieses Zahlenmaterials liefern können. Sie dürfen damit aber auch gerne arbeiten und Ihre politischen Schlussfolgerungen daraus ziehen. Wir würden das auf keinen Fall beschränken. Ein ganz anderes Thema möchten Sie mit dem Punkt Arabisch 7 übrigens ansprechen. Stärkungspakt ist ein Steuererhöhungspakt. Das sehen wir ähnlich. Und ich glaube, es wird sich auch kein Abgeordneter finden, der dem widersprechen kann. Es gibt schlichtweg keine Kommune, die die Grundsteuer B gesenkt hätte im Stärkungspakt. Ganz im Gegenteil. Wir können dann natürlich auch fragen, was die Sparkommissare so machen, wenn sie in den Fall von Niedecken gerufen werden. Da hat es auch keine Steuersenkungen gegeben, ganz im Gegenteil. Aus unterschiedlichen Gründen sind die Kommunen weitestgehend damit überfordert, Aufgaben zu reduzieren. In weiten Teilen bestehen die eigenen Maßgaben aus einer massiven Erhöhung der Grundsteuer B. Dies kann wohl niemand bestreiten wollen. Insgesamt, da sind sich wahrscheinlich viele hier im Saal einig, wird die momentane Finanzausstattung des Stärkungspaktes und des GFGs nicht ausreichen, um der Verschuldungsproblematik der Kommunen in NRW zur Wahrung des Zieles eines ausgeglichenen Haushalts auf allen Ebenen zu gewährleisten. Wir sprechen uns daher auch für eine umfassende Evaluierung aus. Jedoch erkennen wir an, dass der gewählte Zeitraum wahrscheinlich zu kurz ist, um aussagekräftige Informationen zu liefern. Es ändert leider nichts an unserer Kritik der Informationspolitik über das haushaltspolitisch wichtigste Projekt der Landesregierung, das momentan gerade dabei ist zu scheitern. Wir stimmen dem Beschlussteil unter Römisch 2 übrigens durchaus zu. Allerdings erwarten wir von der CDU, dass sie die ihrer Meinung nach zitierten Fakten wieder gerade rückt und auf unsere Kritik eingeht. Ich wiederhole noch mal die Anregung, diesen Antrag gerne direkt, gerne namentlich im Plenum abstimmen zu lassen. Diesen Wunsch müsste natürlich die antragstellende Fraktion voranbringen. Sollte es bei einer Überweisung im Ausschuss bleiben, stimmen wir dem natürlich auch zu. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.